Wochenhoroskop. Deine Sterne vom 7. bis 13. Februar. In welcher Konstellation stehen die Planeten zu deinem Sternzeichen? Hier kommt das Wochenhoroskop für alle 12 Sternzeichen. Steinbock. Wow, das sind super Sterne. Venus und Mars im Steinbock lassen Singles strahlen. Wassermann. Du hast nicht nur eine Menge Power, du setzt diese auch noch gezielt und klug ein. Fische. Du verträgst in dieser Woche eine Menge Action, steigerst beim Fitnesstraining deinen Einsatz und baust neue Kondition auf. Widder. In dieser Woche sind mehr Diplomatie und Augenmaß gefragt. Mars bringt Stress in den Job, immer wieder halten dich Kleinigkeiten auf. Stier. Du sammelst wichtige Infos und vernetzt dich mit klugen Köpfen. Es macht dir Freude, Erfahrungen auszutauschen und zu lernen. Zwillinge. Das sind einfach die besten Liebessterne des Jahres. Die große Liebe scheint zum Greifen nah. Krebs. Urlaub käme jetzt gerade recht. Pflegeprodukte aus Meersalz oder Algen tun dir aktuell besonders gut. Löwe. Als typischer Löwe verfügst du über eine Menge Zuversicht. Doch deine Akkus entleeren sich gerade schneller denn je. Jungfrau. Du bist vollgepumpt mit Energie und trumpfst richtig auf. Beim Sport knackst du mal locker die eigenen Rekorde. Waage. Routine läuft gut, für Kreatives brauchst du dagegen mehr Zeit und es gibt auch öfters mal Gegenwind von KollegInnen. Skorpion, deine Sterne liefern eine Menge Energie und Selbstvertrauen. Jetzt brauchst du körperliche Bewegung und nutzt jede Gelegenheit dafür. Schütze, Singles haben Lust auf Flirts und alles, was Spaß macht. Die Wassermannsonne macht dich experimentierfreudig.